Wir suchen heute nach immer neuen, immer kreativeren Ideen, die Produkte unseres täglichen Lebens zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ein Werkstoff spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. In der Architektur, im Automobil- und Schiffsbau, in der Medizintechnik, bei Haushaltsgeräten und in der chemischen Industrie. Stahl macht unser modernes Leben erst möglich. Hier wird Stahlblech zum Beispiel für Automobilkarosserien beschichtet. Und auch die gesamte Halle, ein enormes, feingliedriges Bauwerk, ist aus Stahl gebaut. Der Hightech-Werkstoff Stahl begegnet uns in fast jedem Bereich unseres Alltags in sehr unterschiedlichen Einsatzgebieten. Doch was genau ist eigentlich Stahl und wie wird er hergestellt? Für die Stahlproduktion benötigt man zunächst einmal Eisenerz. Dann Koks, Legierungsstoffe wie hier zum Beispiel Chrom und Zuschlagstoffe wie Kalk. Das in Deutschland verarbeitete Erz kommt heute aus Übersee. Es gibt für den Einsatz im Hochofen unterschiedliche Arten. Hier wurden feinstkörnige Eisenerze bei den Lieferanten in die Form von Kugeln gebracht, sogenannten Pellets. Dieses Erz bezeichnet man als Feinerz. Solche Erze werden zunächst auf Mischbetten geschichtet. Das hat den Vorteil, dass man große Mengen eines homogenen Gemischs erhält. So feinkörnig kann das Erzgemisch aber nicht weiterverarbeitet werden. Es würde das Hindurchströmen der Gase im Hochofen behindern. Deshalb backt man es zum sogenannten Sinterkuchen zusammen. Es entstehen Brocken, zwischen denen später die Gase gut zirkulieren können. In der Kokerei wird Kohle in luftdicht verschlossenen Öfen in rund 20 Stunden zu Koks gebacken. Koks bewirkt im Hochofen eine chemische Reaktion, durch die man Roheisen aus dem Erz gewinnen kann. Das gesinterte Erz, Koks und Zuschlagstoffe kommen in den Hochofen. Bis zu 11.000 Tonnen Roheisen werden hier täglich erschmolzen. Für den Abstich wird eine kleine Öffnung in den Hochofen gebohrt, damit das Roheisen und die Schlacke abfließen können. Bei 1500 Grad Celsius trennt sich das Eisen vom Erz. Dabei bleibt Schlacke übrig, die auf dem Roheisen schwimmt. Die Zuschlagstoffe, wie zum Beispiel Kalk, unterstützen die Trennung in Schlacke und Roheisen. Hier wird die Schlacke aufgefangen, zu feinen Körnern granuliert und in Wasserbecken gekühlt. Hochofenschlacke ist ein wertvoller Rohstoff, zum Beispiel für die Herstellung von Zement. Mit dem Hochofenprozess wurde aus Erz Roheisen gewonnen. Jedoch enthält dieses Eisen noch sehr viel Kohlenstoff sowie andere unerwünschte Stoffe wie Silizium, Schwefel und Phosphor. Im Gegensatz zu fertigem Stahl lässt sich Roheisen in diesem Zustand praktisch nicht weiterverarbeiten. Der Kohlenstoff macht es spröde. Das Stahlwerk. Hier wird Roheisen zu Rohstahl. In das Konvertergefäß gibt man Schrott. Er dient zur Kühlung, um die extremen Temperaturen besser regulieren zu können. Denn gleich wird flüssiges Roheisen in das Konvertergefäß geschüttet. Das Roheisen ist rund 1500 Grad heiß. Sauerstoff wird aufgeblasen. Dadurch verbrennt der Kohlenstoff.
Es entsteht Rohstahl. Ich begrüße bei mir Dr. Joachim Gnauk vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung, das sich seit fast 100 Jahren mit der Entwicklung von Stahl beschäftigt. Stahl entsteht, indem man Roheisen Kohlenstoff entzieht, aber doch nicht komplett. Nein, das ist richtig. Eine gewisse Menge Kohlenstoff muss natürlich im Stahl übrig bleiben, denn ganz ohne Kohlenstoff wäre das Eisen viel zu weich. Neben Kohlenstoff als wichtigstem Legierungselement gibt es noch viele andere Legierungselemente, wie zum Beispiel Nickel und Chrom, die gut auf die Korrosionseigenschaften wirken, wie man es vom Edelstahl erkennt. Oder zum Beispiel, wenn man geringe Mengen an Silizium hinzulegiert, erhöht das die Elastizität des Stahls. Es gibt noch viele andere Legierungselemente, die alle auf ihre spezifische Weise aufs Gefüge des Stahls wirken. Was versteht man in der Materialwissenschaft unter Gefüge? Gefüge, das ist die Art und Anordnung der Körner, also der Kristalle des Eisens oder des Stahls. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gefügearten, die auch sehr unterschiedliche Eigenschaften hervorrufen. Es gibt zum Beispiel Gefüge, die nicht magnetisch sind. Es gibt Gefüge, die eben wesentlich härter sind als andere beispielsweise. Das Gefüge wird auch dadurch bestimmt, wie der vorher vergossene Stahl hinterher thermomechanisch nachbehandelt wird. Die thermomechanische Nachbehandlung, damit meine ich Walzen oder Schmieden, glühen oder abschrecken. Durch eine Veränderung der Legierung oder des Gefüges können Sie regelrecht Stahl designen. Wie würde denn Ihr Traumstahl aussehen? Also als Wissenschaftler träume ich natürlich vor allen Dingen davon, den Stahl noch besser zu verstehen. Und heutzutage können wir ihn immer besser verstehen durch moderne Geräte wie Elektronenmikroskope oder noch höher auflösendere Geräte. Und wenn ich von meinem Traumstahl reden soll, dann ist es ein Stahl, der alle die positiven Eigenschaften, die Stahl jetzt schon hat, noch perfektioniert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Bei neuen Anwendungen wird das scheinbar Unmögliche also erst dann möglich, wenn man immer besser versteht, was den Werkstoff im Innersten zusammenhält. Stahl besteht aus winzigen Kristallen. Unter dem Mikroskop erkennt man ihre Spitzen, die sogenannten Dendriten. Die Kristalle nennt man Körner. Größe, Art und Verteilung der Körner bestimmen die Eigenschaften des Stahls. Durch Hinzufügen bestimmter Stoffe kann man die Körner beeinflussen. Legierungsstoffe übertragen ihre positiven Eigenschaften auf den Stahl. Chrom, Molybden, Nickel und viele andere. Das Hinzufügen von Mangan und Titan macht den Stahl besonders fest. Solche Stähle werden zum Beispiel für Düsentriebwerke verarbeitet. Mangan lässt sich auch mit Molybden und Chrom kombinieren. So erhält man verschleißbeständige Werkzeugstähle, wie sie für Bohrer, Sägen, Form- und Stanzwerkzeuge eingesetzt werden. Gebrauchter Stahl wurde längst gesammelt und wiederverarbeitet, als es den Begriff Recycling noch gar nicht gab. Für die Produktion dieser Schraube zum Beispiel könnte Stahl verwendet worden sein, der noch vor 100 Jahren als Dampflokomotive durch die Gegend gefahren ist. Stahl ist zu 100% wiederverwertbar, und zwar beliebig oft und ohne jeden Qualitätsverlust. Das bedeutet, dass der Werkstoff Kreislaufstahl nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch die Grundlage für die Produktion von jährlich über 1 Milliarde Tonnen Rohstahl weltweit. Wechsel der Kohlenstoffelektroden am Elektrolichtbogenofen. Stahlhersteller nutzen auch diese Technologie zur Rohstahlerzeugung. Hochöfen müssen über viele Jahre ununterbrochen in Betrieb bleiben. Elektrolichtbogenöfen können sehr flexibel nach Bedarf produzieren. Solche Anlagen verarbeiten kein Erz, sondern Stahlschrott. In das feuerfest ausgemauerte Gefäß werden Elektroden gesenkt und eine hohe elektrische Spannung angelegt. Es entstehen im Lichtbogen Temperaturen von bis zu 3500 Grad. Der Schrott schmilzt. In Deutschland werden mittlerweile über 2000 verschiedene Stahlsorten hergestellt. Man unterscheidet 5 Stahlprodukte: Schmiedestücke,
Bleche, Rohre, Profile und Draht. Moderne Gesenkschmieden sind Hightech-Unternehmen. Erhitzt wird mit Elektrizität. Die Schmiedehämmer arbeiten hydraulisch. In wenigen Produktionsschritten entsteht hier ein Bauteil für die Automobilindustrie. Reste, die man nicht mehr benötigt, werden recycelt und zu neuem Stahl verarbeitet. Teilweise lassen sich Schmiedestücke in nur einem einzigen Durchlauf vollautomatisch in Form schmieden. Das Kalibrieren erfolgt in kaltem Zustand, wobei letzte Ungenauigkeiten korrigiert werden. Sehr große Schmiedestücke gießt man zunächst zu Schmiedeblöcken und erhitzt sie anschließend im Ofen auf Temperaturen von bis zu 1200 Grad. Dann werden sie geschmiedet. In Präzisionsarbeit mit Unterstützung modernster Technik. Die fertig geschmiedeten Stücke werden nochmals erhitzt und anschließend kontrolliert abgekühlt. Der Vorgang beeinflusst das Gefüge und damit die Eigenschaften des Stahls. 24 Stunden lang wird diese Antriebswelle mit Wasser besprüht. Um auf die exakten Maße zu kommen, fräst, dreht, schält und sägt man die Schmiedestücke. Mit Genauigkeiten von bis zu einem Hundertstel Millimeter. Die Produktion von Blechen beginnt in der Stranggießanlage. Unter diesem Verteilerbehälter liegt ein wassergekühltes Kupfergefäß, in das der Stahl vergossen wird und vom Rand aus langsam erstarrt. Treibrollen ziehen den Stahlblock aus der Form, während von oben neuer Stahl nachfließt. So lassen sich kontinuierliche Stränge produzieren. Ganz oben in der Anlage ist das Innere des Stahlstrangs noch flüssig. Unten ist er vollständig erstarrt und kann zu Brammen geschnitten werden. Stahlblöcke mit einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen. In Öfen erhitzt man die Brammen auf eine Temperatur von 1200 Grad. Die heiße Oberfläche der Bramme reagiert mit der Luft und bildet Zunder. Deshalb wird die Zunderschicht mit einem Hochdruckwasserstrahl entfernt. Jeder Durchlauf durch das Walzgerüst macht die Bramme dünner und länger. Es entsteht Grobblech. Wenn weiter gewalzt wird, das dünnere Warmband. Der Stahl wird auch hier kontrolliert mit Wasser abgekühlt. Anschließend wird das Warmband zu sogenannten Coils aufgewickelt. Walzenwechsel an einem Walzgerüst für die Produktion von Edelstahlkaltband.
20 kombinierte Walzen üben hier einen Druck von bis zu 1200 Tonnen auf den Stahl aus. Das Kaltband läuft mehrmals in dem Walzgerüst hin und her. Die hohe Genauigkeit, mit der Stahl heute gewalzt werden muss, lässt sich in heißem Zustand nicht erreichen. Nach dem Kaltwalzen muss das Blech wieder geglüht werden. Den Grund dafür erkennt man unter dem Mikroskop. Die einzelnen Körner des Warmbands sind noch relativ groß. Durch das Kaltwalzen werden sie extrem gestreckt. Der Stahl ist nun sehr fest, er lässt sich deshalb nur schwer weiterverarbeiten. Durch Glühen und kontrolliertes Abkühlen entstehen neue Kristalle mit den entsprechenden Eigenschaften. Je nachdem, wie das Blech eingesetzt werden soll. Stahl ist ein vielseitiger Werkstoff und so gibt es oft mehrere Möglichkeiten, zum Endprodukt zu kommen. Das ist zum Beispiel bei Rohren der Fall. Ein Weg ist die Herstellung aus Stahlblechen, die man biegt und zusammenschweißt. Solche Rohre werden in vielen Bereichen der Technik eingesetzt, zum Beispiel im Offshore-Sektor, als Beine von Bohrinseln, als Türme für Windkraftanlagen oder als Skelette im Hallen- oder Hochbau. Es gibt noch einen anderen Weg. Für extrem stark belastete Rohrkonstruktionen zieht man glühenden Stahl über einen Dorn, sodass nahtlose Röhren entstehen. Diese Rohre finden insbesondere dort Einsatz, wo höchste Drücke und Temperaturen herrschen, etwa bei tiefen Bohrungen oder in Hochleistungskraftwerken. Rohre werden aus Knüppeln hergestellt. Auch die erstarren in gekühlten Formen zu langen Strängen. Teilweise werden bis zu 8 Stränge parallel produziert. Für die Produktion nahtloser Rohre werden die Knüppel zu Rundstahl weiterverarbeitet. Rundstahl finden wir auch in vielen anderen Bereichen der Industrie. Man fertigt daraus zum Beispiel Getriebeteile in Gesenkschmieden. Nicht selten durchläuft der Stahl in solchen Anlagen über 20 Walzgerüste hintereinander. Dabei wird der Knüppel mit jeweils 2 oder 3 Walzen in seine runde Form gebracht. Walzblöcke wie dieser sorgen dafür, dass beim Walzvorgang nur minimale Abweichungen auftreten. Im Rohrwalzwerk wird der heiße Rundstahl mit großer Kraft von 2 Walzen über einen Dorn gezwungen. Es entsteht ein nahtloses Rohr. Für weitere Walzvorgänge wird ein stützendes Innenwerkzeug in das Rohr gesteckt, der Stopfen. Ohne den Stopfen würde sich das Rohr in den Walzgerüsten zu stark verformen. Am Ende des Produktionsflusses werden die Rohre noch einmal geglüht und in Wasserbecken abgeschreckt. Bei der Herstellung von Stahlprofilen kommen besondere Walzen zum Einsatz. Hier entstehen zum Beispiel Doppel-T-Träger, wie man sie in der Bauindustrie einsetzt. Auch hier ist das Geheimnis die richtige Kombination von Walzen, Glühen und Abschrecken. Rohre und Stahlprofile sind zum Beispiel aus unserer modernen Architektur nicht wegzudenken. Denn nur Stahl ist gleichzeitig fest und trotzdem flexibel. Für Konstruktionen wie Brücken oder Wolkenkratzer sind solche Eigenschaften unverzichtbar. Aus diesem Stahlknüppel könnten einmal Drähte produziert werden, die nur so dick sind wie ein menschliches Haar.
In dieser modernen Anlage wird Draht gewalzt, auf 4 Walzadern gleichzeitig. Die Drähte werden immer dünner, länger und gleichzeitig auch immer schneller in den Walzgerüsten. In Wasserkästen wird der Draht immer wieder auf die ideale Walztemperatur heruntergekühlt. Eine automatische Querschnittsmessung. Hier läuft der Draht mit einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern durch. Auf diesen Kühlbetten wird von unten Luft gegen den Draht geblasen und so noch einmal die Eigenschaften des Werkstoffs beeinflusst. Aus einem 15 Meter langen Knüppel sind 14.000 Meter Draht geworden. Überall, wo große Kräfte herrschen, findet man heute Konstruktionen aus Stahl, wie zum Beispiel überall hier auf dem Jahrmarkt. Neben den hohen Anforderungen an die Festigkeit spielt natürlich Witterungsbeständigkeit hier eine große Rolle. Und die erreicht man über spezielle Oberflächenbeschichtungen. Stahl zu beschichten ist ein Fachgebiet, in dem enormes Know-how steckt. Und dieses immer weiterentwickelte Wissen führt dazu, dass man Stahl auch dort einsetzen kann, wo noch wesentlich unwirtlichere Bedingungen herrschen als hier, zum Beispiel auf See. Schiffe und Bohrinseln sind ja nicht nur dem Druck von Wind und Wellen ausgesetzt, sondern auch der Aggressivität des Salzwassers. Hier helfen moderne Beschichtungen, die leisten aber noch viel mehr. Sie können dem Werkstoff ganz neue Eigenschaften verleihen. Stahl reagiert mit Luft und Feuchtigkeit. Er korrodiert. Es entsteht Rost. Doch man kann den Stahl schützen, zum Beispiel mit Zink. Zink ist der am weitesten verbreitete Korrosionsschutz. In Deutschland werden jährlich über 200.000 Tonnen verarbeitet. Man verzinkt heute Bauteile fast jeder Größe, von der Schraube über Träger für den Hallenbau bis zu Geländern. Blech wird kontinuierlich beschichtet, indem man das Stahlband durch ein Zinkbad führt. Auf diese Weise wird die Zinkschicht sehr gleichmäßig. Ich bin zu Gast bei Dr. Ingo Rogner, der als Chemiker an der Entwicklung moderner Oberflächenbeschichtungen für Stahlprodukte arbeitet. Was passiert in diesem Labor und unter dieser Kuppel? Ja, wir befinden uns hier im Korrosionsschutzlabor. Wir haben hier eine Salzsprühnebelkammer und warum die so heißt, erschließt sich relativ einfach, wenn wir einmal ein Bauteil herausnehmen. Wir haben eine konzentrierte Natriumchloridlösung, das heißt Salzlake, die vernebelt, versprüht wird auf das Bauteil. Wir können hier Korrosionsvorgänge stark beschleunigen und somit wie im Zeitraffer die Korrosionsbeständigkeit überprüfen. Die Beschichtungen, die Sie entwickeln, sorgen nicht nur für mehr Korrosionsschutz, Sie können noch deutlich mehr leisten bei solchen Bauteilen. Was zum Beispiel? Ja, wir haben hier eine Beschichtung für die Automobilindustrie. Hier bringen wir bereits beim Stahlhersteller 2 Schichten der Automobillackierung auf das Stahlband auf, in einem kontinuierlichen Bandbeschichtungsprozess. Und dann wird das Bauteil umgeformt. Heute ist es typischerweise so, dass zuerst das Bauteil umgeformt wird und anschließend spritzlackiert wird beim Automobilhersteller. Und wir ersetzen diesen Teil der Prozesskette Lackierung und können somit Einsparungen schaffen. Das macht den Prozess wirtschaftlicher für die Kunden in der Industrie. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rogner. Das sind aber nur 2 der Möglichkeiten, die man erreichen kann, wenn man Stahlprodukte mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung versieht. Andere Beschichtungen sorgen für mehr Brandschutz oder aber sehr leicht an die Reinigung oder sorgen für einen modernen Look, wie zum Beispiel bei Industriebauten. Moderne Oberflächenbeschichtungen sind so dünn, dass man sie im Querschnitt nur unter dem Raster-Elektronenmikroskop erkennen kann. Hier die Oberfläche einer Beschichtung, die nur 5.000stel Millimeter dünn ist. Der Stahl wurde galvanisch beschichtet.
Dabei schlägt sich das Zink in einer chemischen Reaktion besonders gleichmäßig auf dem Blech nieder. Solche Beschichtungen eignen sich gut, um weitere Oberflächenbeschichtungen aufzubringen, zum Beispiel farbige Kunststoffschichten, die sich einfach reinigen lassen. Deutschland gehört weltweit zu den wichtigsten Herstellern von Blechen für die Automobilindustrie. Die Konstrukteure stehen hier ständig vor der Herausforderung, die Autos besser zu machen und sie gleichzeitig bezahlbar zu halten. Die Kunden wollen leichtere Autos, die auf diese Weise Sprit sparen und so die Umwelt entlasten und den Geldbeutel schonen. Andererseits sollen die Fahrzeuge aber auch sicherer und komfortabler werden. Die Lösungen, an denen die Forscher und Entwickler der Stahlindustrie hier mitarbeiten, gehen weit über die Entwicklung von neuen Stahlsorten hinaus. Der erste Schritt vom Blech zu einer Türinnenverstärkung. Für dieses Bauteil werden zwei unterschiedlich dicke Stahlbleche verarbeitet, denn nicht an jeder Stelle muss das Bauteil die gleiche Festigkeit haben. Heute werden Blechzuschnitte mit verschiedenen Dicken und Festigkeiten vor der Umformung mittels Lasertechnik zu einer sogenannten Platine zusammengeschweißt. Diese ist speziell auf das jeweilige Karosseriebauteil des Autos, wie zum Beispiel Lenks- und Motorträger, Bodenblech, Seitenteil oder Radhaus, zugeschnitten. Damit wird die Qualität des aus der Platine hergestellten Teils verbessert, sein Gewicht gesenkt und seine Fertigungskosten optimiert. Von oben bis unten Stahl auch in der Küche, einem Anwendungsfeld, das gerade so typisch ist für die unterschiedlichsten Anforderungen an einen Werkstoff. Hier wird in der Regel Edelstahl rostfrei eingesetzt. Beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung, geschmacksneutral gegenüber verschiedenen Aromen und natürlich im höchsten Maße hygienisch. Kochen ohne Stahl ist seit Jahrhunderten undenkbar. Auch Design ohne Stahl ist nicht vorstellbar, denn er lässt sich perfekt zu ästhetisch hochwertigen, funktionalen Alltagsgegenständen verarbeiten, die sich auch noch gut anfühlen, wie Besteck. Das Potenzial dieses Werkstoffs ist noch lange nicht ausgereizt. Neue Ideen und Technologien in Stahl werden unser Leben weiter durchdringen und so für mehr Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Komfort sorgen. Am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Danke.